3 Etappen. 100 Jugendliche aus Tirol, Südtirol und dem Trentino, 16 Experten, 8 Arbeitsgruppen, 64 Arbeitsstunden in 16 unterschiedlichen Workshops. Das sind die Eckdaten des Euregio Jugendfestivals 2015. Die erste Etappe fand im Trentino in Riva del Garda statt, dann ging es weiter nach Meran in Südtirol und schließlich reiste man zum Abschluss nach Stams in Tirol. Wir müssen das Bildungssystem weiterentwickeln. Wir müssen schauen, dass junge Leute eine Arbeit haben und dass sie letztendlich auch eine Zukunftsperspektive im Land Tirol haben. Und das wird sicherlich heute besprochen werden. Ich bin der Überzeugung, dass es hier gute Ideen der jungen Leute gibt. Die jungen Teilnehmer haben in diesen Tagen ein regelrechtes Dokument ausgearbeitet, in dem alle Erfahrungen der 3 Etappen des Festivals, das unter dem Motto „Die Europaregion gemeinsam bauen“ stand, zusammengefasst wurden. Es war unglaublich lustig, sehr interessant. Ich habe sehr viel über die anderen Kulturen kennengelernt, weil ich in Tirol nicht wirklich was über Trentino weiß, aber jetzt viel mehr eben mit den Leuten zum Tag habe. Und ich spreche nicht Italienisch, kann aber zu einigen Wörtern auch so sagen. Und Zum Beispiel, was ich nicht gewusst habe, Ciao, dass das Hallo und auf Wiederschauen heißt. Oder so die ganzen Grundsachen, Prego, Grazie. Sicher die Gemeinschaft, die verschiedenen Leute, die zusammenkommen, verschiedene Kulturen, die aber doch eine Geschichte gemeinsam haben. Und der Austausch, den wir hier haben. Die erste Etappe des Festivals mit feierlicher Eröffnung fand in der Berufsschule für Tourismus in Riva del Garda statt. Für mich ist es wichtig, weil ich mich mit Studenten aus der Region austauschen kann und eben neue Informationen und neue Bekanntschaften kennenlernen kann. Das Euregio Jugendfestival hat in der 4. Ausgabe eine neue Dimension erreicht. Wir haben uns in den letzten Jahren mit dem Potenzial der Jugendlichen beschäftigt, wir haben uns mit Integration, mit Europa, mit Arbeiten, Studieren beschäftigt und jetzt beschäftigen wir uns damit, wie wir die Europaregion Tirol, Südtirol, Trentino gemeinsam bauen können. Und zwar wir, das sind die Teilnehmerinnen, die Jugendlichen aus allen 3 Landesteilen, die für 3 Tage zusammengekommen sind, hier in Riva, morgen in Arco, in Meran und in Stams mit dem Abschluss am Samstag. Von Riva del Garda zog das Festival weiter nach Arco, immer im Trentino. Im neuen Jugendzentrum Pravi ging es dann an die Arbeit. In 8 Arbeitsgruppen analysierten und bearbeiteten die Jugendlichen, begleitet von Experten, 4 spannende Zukunftsthemen. Arbeiten und Studieren in der Europaregion, Kunst und Kreativität, Mobilität ohne Grenzen, Natur und Umwelt. Für die autonome Provinz Trient ist es eine Ehre, die Eröffnung dieses Treffens der Jugendlichen aus der autonomen Provinz Trient, aus der autonomen Provinz Bozen und aus dem Bundesland Tirol zu beherbergen. Die Jugend kann hier ihre Ansichten, Meinungen zu Zukunftsperspektiven austauschen, die ihre Länder und ihre eigene Zukunft betreffen. Sie haben ein großes Potenzial. Aus dieser Erfahrung sollen sie also lernen, das herauszuholen, was sie dann ihren Ländern, ihren Gemeinschaften zurückgeben können, um aktiv an der Gestaltung der Zukunft teilnehmen zu können. Am Abend des 26. März hatten die Jugendgruppe der Europaregion Südtirol erreicht. Die Teilnehmer sind im Jugendzentrum Jux in Lana, in der Nähe von Meran, mit einem Konzert empfangen worden, an dem eine Reihe von einheimischen Bands beteiligt waren. Die Europaregion kann nur wachsen, wenn sie von den jungen Menschen gebaut wird. Das wäre halt bis dieses Festival so wichtig. Und heute Abend steht ja auch Kunst und Kreativität, also Musik im Zentrum. Und Musik ist ein Mittel des Austauschs, eine Sprache des Austausches. Wenn gemeinsam auch Begeisterung stattfindet für die Europaregion, dann kann sie auch gelingen. Wir haben über verschiedene Probleme geredet, also zwischen Trient, Tirol und Südtirol, und haben versucht, diese Probleme zu diskutieren und aufzuarbeiten und haben versucht, eben Lösungen zu finden. Und ja, es war sehr interessant. Man nimmt sicher viel nach Hause mit. Und wir haben auch sehr viel Spaß gehabt zusammen. Und ich finde, das ist auch sehr wichtig bei solchen Projekten. Immer in Südtirol waren die Teilnehmer am Euregio Jugendfestival dann Gast der Berufsschule Marie Curie in Meran. Hier haben die 100 Jugendlichen wieder in Kleingruppen und Workshops an den vorgegebenen Themen
Arbeiten und Studieren, Kunst und Kreativität, Mobilität ohne Grenzen, Natur und Umwelt gearbeitet. Diese Tage waren für mich sehr interessant. Einfach die Leute, die ich kennengelernt habe und die Workshops, die wir gemacht haben, es war einfach doch interessant, dass man doch etwas gemeinsam hat und es nicht immer nur die Sprache ist, wo man sich verständigen kann, sondern auch über andere Sachen. Das hat mich sehr interessiert, ja. Die Schülerinnen in der Gruppe waren sehr interessiert. Es ist in meinem Fall um die Frage des Brenner Basistunnels gegangen. Und zwar nicht nur zum Bauprojekt, sondern zur, wie ich es genannt habe, Software. Also die verschiedenen Aspekte, wie der Brenner Basistunnel irgendwann einmal bespielt werden soll und welche Fragen im Raum stehen. Nach Südtirol ging es dann über die Grenze in die bezaubernde Stadt Stams in Tirol. Allen Teilnehmern wird die Besichtigung des Stiftes Stams mit seiner Atmosphäre und seiner Schönheit für immer in Erinnerung bleiben. In unserem Land Tirol geht es um die Zukunft und da muss man die jungen Leute einbinden. Und deshalb ist es mir sehr wichtig, dass ich höre, was junge Leute zu sagen haben, wie es in unserem Land Tirol weitergehen soll. Am 28. März fand dann die Abschlussveranstaltung des Euregio Jugendfestivals 2015 statt. In Anwesenheit des Landeshauptmanns und EVTZ-Präsidenten Günter Platter haben die Jugendlichen an alle Politiker der Europaregion einen starken Appell gerichtet. Es gilt Mobilität ohne Grenzen, Arbeit und Studium, Natur und Umwelt, aber auch Kunst und Kreativität im gesamten Territorium mehr zu fördern.